herzlich willkommen zur nächsten Veranstaltung hier im Forum. Ich habe ein Buch geschrieben, und was jetzt? Die Herren, die hier auf dem Podium sitzen, haben eine ganz spezielle Antwort auf das Problem gefunden. Ich habe ein Buch geschrieben, und was jetzt? Sie setzen auf Eigenverlag. Das heißt, Sie produzieren und verlegen Ihre eigenen Texte selbst. Mehr werden Sie Ihnen dann gleich selber erzählen. Ich darf Ihnen die Herrschaften vorstellen. Ganz links von Ihrer Seite aus gesehen sitzt Albert Knorr. Hallo. Er ist Autor und Eigenverleger. Vor allem ist er hervorgetreten mit der Reihe Saka Sanguis. Das sind Thriller, die Abenteuerelemente mit Humor verbinden. Und die Spezialität, wenn ich das richtig verstehe, ist, dass er seine Texte vorab ins Internet stellt und dort 800 Testleserinnen und Testleser hat, die sogenannten Leseratten, die ihm dann noch Feedback geben auf seinen Text, und er korrigiert dann auch noch das eine oder andere. Und das Stichwort Leseratten erklärt auch das Outfit der Herrschaften. Um das sichtbar zu machen, haben sie jeweils kleine Ratten hier auf den Schultern sitzen. Also herzlich willkommen zum einen Albert Knorr. Applaus bitte. So, klappt das? Ja. Also wie der Richard schon angedeutet hat, es ist für uns nicht unbedingt leicht. Also Eigenverlag ist jetzt nicht das, wo ich jedem sagen würde, mache es. Ich arbeite 60 Stunden in der Woche am Buch. Mit Buch meine ich nicht nur schreiben, sondern ich meine Testleser-Feedback einarbeiten, recherchieren, lektorieren, überarbeiten, all diese Dinge. Design, man entwirft das Cover selber, man kümmert sich um den Vertrieb, das sind 60 Stunden. Ich habe keinen Urlaub gehabt in den letzten 4 Jahren, nicht einen Tag. Ich arbeite wirklich rund um die Uhr für die Bücher, und nach diesen 60 Stunden arbeite ich in der IT-Branche, weil ich muss mir nämlich auch noch Geld verdienen. Weil trotzdem ich jetzt mein 6. Buch habe und mein Hörbuch habe, leben kann ich davon noch lange nicht. Im Gegenteil, ich bin jetzt 5-stellig im Minus, weil ich auf dieser Buchmesse ausstelle. Und Sie wissen jeder selbst, oder ihr wisst jeder selbst, ich duze ja meine Leseraten, wie viel Geld man mit einem Buch verdient. Falls ihr es nicht wisst, wenn ihr einen Verlag habt, bleibt euch als Autor ca. 8-9%, auch bei den Großen. Wenn du jetzt 1 Million Bücher verkaufst, klingt das gut. Wenn du so wie wir dich mit 1000 verkauften Büchern schon freust wie der Osterhase, dann ist das relativ wenig. Uns bleibt zwar mehr, aber uns bleiben natürlich auch die vollen Kosten hängen. Und es ist nicht wenig. Ich habe pro Buch ein Budget von 10.000 Euro bei 7 Büchern. Wer nicht Kopf rechnen kann, das sind 70.000 Euro, die da in Bewegung sind. Und das für einen Nebenjob kann ich gar nicht sagen, weil es ist eigentlich mehr Leidenschaft als Job. Und dieses Geld muss halt irgendwo auch wieder reinkommen. Und das geht nur durch den Verkauf der Bücher. Und das funktioniert halt nur, wenn man die Leute auch erreicht. Weil wenn ich die Bücher daheim lagere, irgendwann ist die Wohnung voll, irgendwann ist die Wohnung der Freundin voll. Und spätestens, wenn du Lagerraum kaufst, fangen die Bücher wieder an, etwas zu kosten. Weil dann wird das Problem immer größer. Ja? Ich meine, der Vorteil ist, sie verderben nicht, aber ansonsten ewig lagern kostet auch Geld. Deswegen, man muss die Bücher an den Mann bringen, und wie der Richard das so schön verglichen hat, ich habe dafür die Schrottflinte gewählt. Das heißt, ich versuche, möglichst viele Leser zu erreichen, auch über das Internet. Das ist ein ganz wichtiges Medium für mich, weil in den Buchhandlungen ist es sehr schwierig. Ja klar, du kommst hin, ich habe ein Buch geschrieben, ja, schmeißen Sie es dort hinten in die Tonne. Das ist so in etwa die Kernaussage. Das heißt, du musst nach und nach in einer Buchhandlung deines Vertrauens das aufbauen, dann kannst du zur nächsten Buchhandlung gehen und zur nächsten Buchhandlung und in der Zwischenzeit hoffen, dass sich die erste nicht vergessen hat. Klarerweise fragt die Bücher aber auch niemand nach, die du dorthin legst. Woher auch, die Leute kennen dich ja nicht. Das heißt, du kannst nicht darauf hoffen, dass irgendein Verlag dich in die Top-Bestseller-Liste bringt. Warum nicht? Klar, weil das viel Geld kostet, in die Bestsellerlisten zu kommen. Dort sind nämlich nicht, wie man glaubt, immer nur die besten Bücher, sondern die, die halt auch ein großes Marketingbudget haben. Wenn ich es mir leisten könnte, 10.000 Bücher zu verschenken und diese an alle Rezensenten zu verschicken, an alle Zeitungen, an alle Fernsehsender, dann würde der ein oder andere vielleicht auf die Idee kommen und über mein Buch berichten. Ich kann das aber nicht. Ich muss die Bücher verkaufen, weil sonst könnte ich die nächsten nicht drucken. Folgedessen werde ich in diese Medien mit großer Wahrscheinlichkeit nicht kommen. Insofern freuen wir uns und bedanken uns, dass Sie heute oder ihr alle hier seid, weil uns das die Möglichkeit gibt, auch mal was zu sagen. Auch wenn der Preis für die Buchmesse für uns Kleine natürlich auch relativ heftig ist im Vergleich zu einem großen Verlag, der sagt, naja, Wien, das finanzieren wir, ich sage jetzt mal Lübbe, Heine, die Großen, die wirklich Großen,
die finanzieren Wien aus der Portokasse. Die sagen, ein 12 Quadratmeter Stand, ja, schicken wir den Horst und die Tanja hin und kostet uns, weiß ich nicht, 5.000 Euro, ja, wurscht, zahlen wir. Ja? Für uns ist das essentiell. Wir müssen uns überlegen, können wir uns eine Buchmesse leisten? Wie viele Bücher werden wir dort verkaufen? Und wenn du das dann umrechnest, hier bei jedem verkauften Buch, die Messebuchhandlung bekommt 50% davon. Kannst du dir vorstellen, wenn du sagst, 50%, 25-50% aus Druckkosten, 50% verdienen sie da drüben und dann hast du einen Stand um 3.000 Euro und dann kannst du in etwa ausrechnen, wie viel da dann überbleibt und wie viele Bücher jeder von uns eigentlich verkaufen müsste, um hier am Sonntag am Abend rauszugehen und sagen, boah, voller Erfolg. Das, was wir können, ist uns ein bisschen bekannter machen und hoffen, dass der ein oder andere hinterher sagt, hey, die zwei haben Mut, die riskieren was, die glauben an sich und wir sind ja nicht die Einzigen, da hinten steht der Bröselbär, Wolfgang Weiß, auch er, renommierter Kleinverlag, Eigenverlag, kämpft auch für uns, mit uns und ja, wir probieren es halt einfach. Ja.